dumm gelaufen. Mit richtig eingestellten Spritzdüsen wäre das nicht passiert. Die Scheibenwaschanlage des GLK ist mit 3 neu konstruierten Spritzdüsen ausgestattet. Ab August 2008 wird auch die C-Klasse mit den gleichen Waschdüsen ausgerüstet. Diese neuartigen Düsen müssen anders eingestellt werden als die Vorgänger an der C-Klasse. Bevor Sie die Düsen einstellen, müssen Sie die Richtung des Strahls überprüfen. Schließen Sie die Motorhaube, sonst funktionieren die Spritzdüsen nicht. Schließen Sie auch die Türen und Fenster. Schalten Sie nun die Zündung ein. Hier sind die Spritzdüsen eindeutig verstellt und müssen korrigiert werden. Zu viel Flüssigkeit verfehlt den vorgesehenen Bereich auf der Windschutzscheibe. Sollten die Düsen verstopft sein, reinigen Sie sie mit einer Nadel und Druckluft von außen. Eine gut abgedeckte Motorhaube bekommt keine Kratzer im Lack. Und beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen. Messen Sie als nächstes den Spritzbereich der Düsen auf der Windschutzscheibe aus. Wir verwenden zur Markierung Klebepunkte. So können Sie die richtigen Positionen besser erkennen. Orientieren Sie sich links und rechts an der Kante des Wasserabweisers und oben und unten am Scheibenrahmen. Für jede der 3 Spritzdüsen gibt es 2 Einstellmaße. Innerhalb dieser Bereiche soll der Spritzstrahl auf die Windschutzscheibe treffen. Das erste Einstellmaß ist 155 x 330 mm. Und das zweite 640 x 370 mm. Das dritte Einstellmaß ist 815 x 380 mm und das vierte 340 x 340 mm. Das fünfte 550 x 310 mm und das sechste 100 x 385 mm. Keine Angst, das müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen. Sie können alle Maße im WIS-Dokument mit der eingeblendeten Nummer nachlesen. Das Spritzwasser sollte im gekennzeichneten Bereich auf die Windschutzscheibe treffen. Das ist hier nicht der Fall. Deshalb müssen Sie die Düsen einstellen. Mit dem Einstellwerkzeug mit der eingeblendeten Nummer. Die Düsen lassen sich nach links, rechts, unten und oben bewegen. Richten Sie sie so aus, bis sie perfekt eingestellt sind. Und vergessen Sie am Ende nicht, den Wischwasserbehälter zu überprüfen und bei Bedarf nachzufüllen. So stellen Sie die Düsen der Wischwaschanlage richtig ein. Bei der neuen GLK-Klasse und auch bei der neuen C-Klasse.